Wir sind heute am Bahnhof, denn es ist eine große Übung. Ich freue mich, den Innenminister hier heute da zu haben. Wieso haben Sie sich jetzt Nürnberg ausgesucht? Wir hatten vor 2 Jahren schon mal eine große Übung in München am Hauptbahnhof und es war wichtig, dass wir jetzt mal an einen anderen Ort in Bayern gehen. Nürnberg natürlich der zweitgrößte Bahnhof, die zweitgrößte Stadt Bayerns und auch hier die Zusammenarbeit von Bundespolizei, Bayerischer Polizei, den Feuerwehren, den Rettungsdiensten, aber auch der Bahn und den öffentlichen Verkehrsunternehmen hier zu üben, das ist unheimlich wichtig und es soll auch ein Signal an die Bevölkerung sein. Wir tun was, wir bereiten uns vor auf einen Fall, von dem wir alle hoffen, dass er nie eintreten wird. Sie sagt, man bereitet sich vor. Jetzt ist ja gerade aktuell mit der Türkei das Ganze ein bisschen am Brodeln. Jetzt ist das Gefängnis, also einige sind da doch geflüchtet. Jetzt könnte man fast denken, die Übung ist aufgrund dessen. Aber Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das schon lange vorbereitet. Aber wie sehen Sie da die Lage? Diese Übung ist seit Monaten vorbereitet, intensiv abgesprochen, weil anders könnte man das ja auch mit den Eingriffen heute in den Bahnverkehr und so weiter sonst gar nicht organisieren. Aber man spürt an all diesen Ereignissen, ob das der Anschlag in Halle war in der vergangenen Woche auf die jüdische Gemeinde, ob das in der Tat die Unruhe jetzt wieder in Syrien ist, die Flucht von Islamisten dort aus Gefangenenlagern. Wir haben natürlich nach wie vor eine akute Bedrohung. Wir sind Gott sei Dank in den letzten Monaten von islamistischen Anschlägen sonst verschont geblieben. Aber das liegt auch daran, dass die Sicherheitsbehörden eine ganze Reihe von Islamisten in Deutschland rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen konnten, nachdem Anschlagspläne da waren. Es ist alles hochbrisant, es ist hochaktuell. Und wir müssen leider an jedem Ort mit Anschlägen rechnen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und jetzt sind da, glaube ich, heute insgesamt 1500 Personen hier an dieser Großübung beteiligt. Die wird ja einige Stunden dauern. Die dauert in der Tat einige Stunden. Die Vorbereitung hat schon Monate, Wochen, Tage gedauert. Und jetzt, wenn man schon mal diesen großen Aufwand betreibt, Teile des Bahnhofs gesperrt werden, dann muss man das auch intensiv nutzen. Dann muss man dann auch in der Tat verschiedene Szenarien durchspielen, damit sich der ganze Aufwand auch lohnt. Denn wir wollen ja vor allen Dingen nicht nur für die Medien da eine Show vorführen, sondern wir wollen wirklich üben, damit sich Einsatzkräfte gegenseitig kennenlernen, damit sie so etwas schon mal real auch entsprechend durchgeprobt haben, damit, wenn es tatsächlich so etwas geben sollte, sie dann darauf vorbereitet sind, man sich gegenseitig kennt und gemeinsam dann einen bestmöglichen Einsatz hat. Ich danke Ihnen für die Zeit, ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hoffen mal, dass wir diesen Ernstfall, den wir heute hier, sagen wir, in der Übung erleben dürfen, nicht unbedingt hier erleben dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen.